herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute wieder 5 Spiele, die ihr für ein schönes Wochenende spielen könnt, die beziehungsweise kostenlos sind. Dann fangen wir an mit dem ersten Spiel. Das ist Midnight Ghost Hunt. Das ist du spielst entweder als Ghost Hunter, also als Geisterjäger oder als Geist. Und es ist halt, ich glaube, neueres Spiel. Ist halt Hide and Seek, halt nur mit Geistern und die Ghostbusters, sag ich mal, müssen die Geister halt finden. Und die Geister können aber auch, keine Ahnung, irgendwelche Stühle durch die Gegend werfen und so, um halt den Geisterjägern zu schaden. Und hier auch die Ghostbusters. Gut, also, das ist auch für 3 Tage kostenlos. Als nächstes haben wir Spider-Hack. Das ist, vielleicht kennen das ein paar, Stickfight. Das ist ein, kann man Local Coop oder einfach Coop-Game spielen. Das ist ein, ich weiß nicht, sag mal FPS dazu, keine Ahnung. 2D-Shooter auf jeden Fall. Den kann man mit Freunden an einem PC oder an, 2 verschiedenen Spielen, also online. Sieht ganz geil aus und ist auch nur fürs Wochenende kostenlos, aber das glaube ich auch anders. Also. Haben wir jetzt das nächste, das ist Ark Survival. Ich weiß, das ist jetzt Steam, aber hier sind selber ein paar bessere Bilder dazu. Aber es ist bei Epic kostenlos. Ark Survival ist ein Spiel, wo es um Survival und Dinos geht. Also, du musst überleben, du kannst Dinos züchten, kannst Dinos zähmen, du kannst ja einfach dir eine riesen Base bauen und auf jeden Fall ist das, also es spielt, also ich weiß nicht, in welcher Zeit das jetzt spielen soll, auf jeden Fall nicht Steinzeit für die Sachen, die man da hat. Am Anfang ist es so steinzeitartig, aber dann wird es irgendwie sehr futuristisch und ja, ist auf jeden Fall ein geiles Survival-Game. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzugucken. Als nächstes haben wir Payday 2. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein Shooter, wo du mit deinem, also mit deinem Freund, mit deinem Team, eine, also so Überfälle machen musst. Und da gibt es auf jeden Fall ziemlich viel Geballer. Das ist auch noch, manchmal fürs ganze Wochenende noch ein Tag. Für lau, also für nichts und kostet auch noch gerade ganz wenig. Also kostet normalerweise auch nur 10 Euro. Auf jeden Fall auch spielenswert. Und dann haben wir noch Gloomhaven. Das ist ein Spiel, ein rundenbasiertes, also ein rundenbasiertes RPG-Strategiespiel. Viel kann man nicht dazu sagen. Also man kann diese Charaktere da in diesen Feldern moven, sag ich mal. Und kann dann mit ihren Fähigkeiten halt, musst du die Gegner bekämpfen. So, das war es aber auch wieder für alle Spiele, die es für das Wochenende kostenlos gibt. Ich hoffe, da waren ein paar gute Spiele für euch dabei und ich sehe euch nächstes Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.